Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors möchte ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung begrüßen und heiße Sie nach der Sommerpause willkommen, hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren. Es ist heute die zweite Veranstaltung im Begleitprogramm zur Sonderausstellung Fritz Bauer, der Staatsanwalt NS-Verbrechen vor Gericht, eine Ausstellung, die das Fritz-Bauer-Institut in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Frankfurt entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir auch heute wieder eine Veranstaltung mit Publikum vor Ort durchführen können und freuen uns über Ihre Teilnahme hier im Veranstaltungssaal der Topographie des Terrors. Noch immer ist Corona-bedingt der Zugang zum Auditorium Einschränkungen unterworfen, sodass wir für weitere Interessenten der Veranstaltung wieder einen Livestream anbieten. Auch über Ihre virtuelle Teilnahme freuen wir uns sehr. Das Thema des heutigen Abends ist zugleich der Titel eines Buchs: Diener des Rechts und der Vernichtung, das Verfahren gegen die Teilnehmer der Konferenz von 1941 oder die Justiz gegen Fritz Bauer. Begrüßen möchte ich herzlich den Autor Christoph Schneider aus Frankfurt am Main und herzlich begrüße ich auch als Mitveranstalter Privatdozent Dr. Tobias Freimüller, der nach dem Vortrag noch ein Gespräch mit dem Autor führen wird. Auch Fragen aus dem Publikum sind danach möglich, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer von zu Hause per E-Mail. Die E-Mail-Adresse, über die Sie Ihre Fragen schreiben können, wird während der Veranstaltung wiederholt eingeblendet. Und ich möchte noch einen Hinweis geben für diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen. Bitte seien Sie sich bewusst, dass dies auch im Livestream übertragen wird. Dies nur, um eventuelle Rechtefragen oder Ähnliches zu vermeiden. Also damit stimmen Sie dieser Übertragung zu heute Abend. Und noch eine Bitte, diejenigen, die zum Mikrofon gehen, ich weiß, das vergisst man sehr leicht, in dem Moment, wo Sie vom Platz aufstehen, müssen Sie Maske aufziehen, wenn Sie am Mikrofon stehen, können Sie sie abziehen und wenn Sie wieder zurückgehen, müssen Sie sie wieder aufziehen und wenn Sie sitzen, können Sie sie wieder abziehen. Schwer zu merken, aber ich glaube, Sie haben es schon öfter mal erlebt, von daher wissen Sie, wie es funktioniert. Ich will es auch hoffen. Ich möchte Ihnen nun kurz Herrn Freimüller vorstellen. Tobias Freimüller ist stellvertretender Direktor des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main. Vor 2 Jahren wurde er an der dortigen Universität, Goethe-Universität, habilitiert mit einer Studie über Frankfurt und die Juden 1945 bis 1990. Zu den Forschungsschwerpunkten von Herrn Freimüller gehört auch die Geschichte der Medizin im 20. Jahrhundert. Einen Aufsatz von ihm, der 2017 erschienen ist, möchte ich in diesem Zusammenhang besonders hervorheben. Er trägt den Titel Erlösung oder Mord, die strafrechtliche Verfolgung nationalsozialistischer Medizinverbrechen in der Bundesrepublik. Ein Hinweis noch zu unserem Programm. Die nächste Veranstaltung des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors wird in 2 Wochen stattfinden. Auch dazu sind Sie, sehr geehrte Damen und Herren, wieder herzlich eingeladen. Und ich darf nun Herrn Freimüller um die Einführung bitten. Ja, sehr geehrter Herr Eckel, vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, meine Damen und Herren, auch im Namen des Fritz-Bauer-Instituts. Es geht heute Abend um einen Aspekt des Wirkens Fritz Bauers, der, so ist meine Einschätzung, in einer breiteren Öffentlichkeit nicht sehr bekannt und nicht sehr präsent ist. Das mag einfach auch daran liegen, dass dieser Aspekt in den Spielfilmen, die Fritz Bauer in den letzten Jahren ja sehr prominent gemacht haben, eigentlich keine Rolle spielt. Es geht um Fritz Bauers Bemühungen, die sogenannte NS-Euthanasie strafrechtlich aufzuarbeiten. NS-Euthanasie ist ein Euphemismus, ein problematischer Begriff natürlich. Man behilft sich dann oft mit dem Begriff des Krankenmordes, der ist bei näherem Hinsehen auch nicht so ganz glücklich. Eigentlich müsste man korrekterweise sagen, es geht um die Ermordung von Insassen
der psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten. Bekannt ist vor allem die Aktion T4, also die systematische Ermordung von erwachsenen Patientinnen und Patienten dieser Heil- und Pflegeanstalten in den Jahren 1940 und 1941. Und Sie wissen womöglich, dass diese Aktion im Sommer 1941 gestoppt wurde. Das Morden ging aber weiter. Man spricht dann von einer dezentralen Euthanasie, die in den einzelnen Anstalten weiter vollzogen wurde. Zu nennen ist auch noch die Kindereuthanasie, und zu nennen wäre auch noch zumindest die Frage, inwiefern es eigentlich auch Krankenmord in den besetzten Ländern Europas gegeben hat. Zu diesem letzten Punkt wissen wir noch sehr wenig und bemühen uns gerade darum, das ein bisschen anzustoßen, dass auch dieses besser erforscht wird. Fritz Bauer und seine Behörde haben sich dieses Themas besonders angenommen, vor allen Dingen der Aktion T4. Und auch hier kann man nochmal unterscheiden. Zum einen ging es darum, ein großes Verfahren vorzubereiten gegen Professor Werner Heide, ehemals T4-Obergutachter und zeitweiliger Leiter der Aktion T4. Heide hat dann unter falschem Namen nach 1945 sehr lange in Schleswig-Holstein gelebt und auch als Gutachter gearbeitet und war dann Ende der 50er Jahre enttarnt worden. Und dieses geplante Verfahren sollte ein großer Euthanasieprozess werden, der in seiner Wirkung womöglich mit dem ersten Auschwitz-Prozess vergleichbar gewesen wäre. Der Prozess kam nicht zustande. Oder jedenfalls nicht in der intendierten Form, weil der Hauptangeklagte Heide sich das Leben nahm, kurz bevor das Verfahren hätte beginnen sollen. Ein zweiter Bereich, den Bauers Behörde verfolgte, waren Verfahren gegen einzelne T4-Funktionäre und T4-Ärzte. Davon sind auch eine Reihe von Verfahren zustande gekommen. Allerdings, so werden wir wohl im Rückblick sagen müssen, mit recht begrenztem Erfolg, wenn man auf die Urteilspraxis der Gerichte blickt. Und ein dritter Bereich, das ist das sogenannte Schlegelberger Verfahren, um das es heute Abend gehen wird. Ein Sonderfall, über den wir gleich mehr hören werden. Der Experte, der das Buch dazu geschrieben hat, dessen Titel Sie schon gehört haben, ist Christoph Schneider. Ich will ihn kurz vorstellen. Herr Schneider ist Kulturwissenschaftler, Autor, ich würde ja sagen auch ein bisschen Historiker, das werden Sie gleich merken, wenn er über sein Buch spricht. Er hat sich schon seit vielen, vielen Jahren für die Geschichte der NS-Euthanasie interessiert und auch für deren Nachgeschichte und sozusagen Aufarbeitungsgeschichte. Er war lange tätig in verschiedener Funktion an der Gedenkstätte in Hadamar. Er arbeitet mit im Arbeitskreis Zwangssterilisation und Euthanasie, einem Arbeitskreis, der sehr aktiv ist in diesem Themenfeld. Und er forscht seit einiger Zeit zur Geschichte der Euthanasie in der Heilanstalt Kalmenhof im hessischen Idstein. Das ist ein schwieriges Thema, aber wie ich gerade noch mal gehört habe, es wird mit Sicherheit etwas dazu noch kommen, und es wird also gelingen, auch diese interessante Forschung am Ende zwischen zwei Buchdeckel zu bringen und uns allen zu lesen zu geben. Ich will von den Veröffentlichungen von Herrn Schneider nur wenige nennen. 2011 ist von ihm erschienen Das Subjekt der Euthanasie, Transformation in einer tödlichen Praxis. Zwei Jahre später, 2013, zu einem ganz anderen Thema, zusammen mit Gottfried Eu, Die Schärfe der Konkretion, Reinhard Strecker 1968 und der Nationalsozialismus in der bundesdeutschen Historiografie. Und sein jüngstes Buch möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, Hadamar von innen, Überlebenden Zeugnisse und Angehörigenberichte, wie der Untertitel sagt, eine Sammlung von sehr eindrücklichen Zeitzeugnissen und Quellen aus der ehemaligen Euthanasieanstalt Hadamar. Dieses Buch ist 2020 im Metropolverlag erschienen. Ja, heute Abend, wie schon gesagt, geht es um dieses Schlegelberger Verfahren. Der Titel wurde auch schon genannt, der Titel ist der Buchtitel Diener des Rechts und der Vernichtung, das Verfahren gegen die Teilnehmer der Konferenz von 1941 oder die Justiz gegen Fritz Bauer. Dieses Buch ist 2017 in der wissenschaftlichen Reihe des Fritz-Bauer-Instituts bei Campus
erschienen. Und was sich hinter diesem komplizierten Titel verbirgt, das werden wir jetzt hören. Bitte, Herr Schneider, wir freuen uns. Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist ein ungewohntes Geschehen. Ich habe es lange nicht mehr erlebt, vor echten Menschen zu stehen. Sehr angenehm. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung hierher nach Berlin. Ich möchte Sie heute bekannt machen mit dem Schlegelberger Verfahren, das sich inklusive Vor- und Nachgeschichte über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Damit gewinnen wir Einblick in ein Projekt von Fritz Bauer, das auf fundamentale Weise scheiterte. Ich werde einige Überlegungen anstellen zu diesem Scheitern. Und zuletzt werde ich oder möchte ich mit Ihnen gemeinsam auf ein paar Probleme blicken, die sich aus dieser Geschichte ergeben. Gegenstand des Schlegelberger Verfahrens ist die Konferenz vom 23. und 24. April 1941, die im Haus der Flieger stattfand und bei der die gesamte Spitze der Justiz über die Aktion T4, das heißt die systematische Ermordung von Anstaltspatienten und Patientinnen im Deutschen Reich, wir haben es gerade erläutert bekommen, informiert wurde. Informiert von zwei der Hauptverantwortlichen für diese Taten, von Viktor Brack und von Werner Heide. Der 80. Jahrestag dieser Konferenz war Gegenstand einer Veranstaltung, einer Online-Veranstaltung im Abgeordnetenhaus am 19. April diesen Jahres. Und Sie sehen auf diesem Stadtplan, warum das so war. Also das Haus der Flieger ist das heutige Abgeordnetenhaus. Der Stadtplan verrät uns die Umbenennung der Straßen und Sie sehen auch, wo wir uns befinden im Moment. Kurz dazu, wie es zu dieser Konferenz gekommen ist. Im nationalsozialistischen Deutschland wurden die Repressalien weitgehend mit dem Justizapparat harmonisiert. Die Installierung der Konzentrationslager, Schutzhaftlager genannt, die Ausplünderung und Vertreibungspolitik gegenüber den Juden, die Zwangssterilisationen, für all das gab es Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Verordnungen und Erlasse. Die Vernichtungspolitik im Bereich der Anstalten, die ab 1940 wurde jedoch nicht legalisiert. Und das erzeugte einige Probleme, Störungen genannt, funktionale Beeinträchtigungen im Zusammenspiel mit der Justiz. So verschwand eine Vielzahl forensischer Patienten, die im Zuständigkeitsbereich der Strafvollstreckungsbehörden standen, ohne dass diese vorab informiert wurden. Vormundschaftsrichter bekamen in großer Zahl Todesmitteilungen auf den Schreibtisch über ihre Mündel und sie wunderten sich. Die Zuständigkeit bestimmter Nachlassgerichte stand plötzlich in Frage. Tötungsdelikte in Anstalten kamen zur Anzeige von Angehörigen, die sich meldeten. Und Staats- und Parteidienststellen wurden Dinge nachgesagt, nämlich, dass sie etwas unternahmen in den Anstalten, die eigentlich Gegenstand eines Heimtückeverfahrens hätten werden müssen, weil das nämlich ein böses Sprechen über Staats- und Parteibehörden ist. Aber die Justiz fragte sich, ist das opportun? Sollen wir wirklich über diesen Gegenstand in einem Verfahren verhandeln? Die Justiz, namentlich der Justizminister Franz Gürtner, nahm Fühlung auf mit der Staatsspitze. Er hätte gerne eine gesetzliche Regelung für das, was er wahrnahm, was vonstatten ging. Die gesetzliche Regelung für die NS-Euthanasie, er bekam sie nicht. Nach seinem Tod, er starb Anfang 1941, übernahm Franz Schlegelberger die Amtsgeschäfte des Justizministeriums und gemeinsam mit den Euthanasieverantwortlichen in der Kanzlei des Führers, Amt 2, beschloss er die Durchführung der Konferenz. Nanu? Ah ja. Ich sagte, dass die Spitze der Justiz zu dieser Konferenz eingeladen wurden, dieser Begriff sozusagen im vollen Wortsinne so zu verstehen. Also Sie erkennen es an dieser kleinen Liste der eingeladenen Personen, die tatsächlich alle, die in der deutschen in der reichsdeutschen Justiz etwas zu sagen hatten. Entscheidend ist
dass die 34 Oberlandesgerichtspräsidenten und 34 Generalstaatsanwälte oder Vertreter im Amt tatsächlich die Vertreter aller Gerichtsbezirke waren. Und das hat natürlich einen guten Sinn, weil das Tatgeschehen, um das es im Hintergrund ging, erstreckte sich ja auch aufs gesamte Reichsgebiet. Das heißt, es ist also tatsächlich die vollständige Spitze der damaligen Justiz des Deutschen Reichs, die da versammelt war. Es war eine Situation mit über 100 Personen im Raum, also dem heutigen Parlament drüben. Die Juristen wurden eingeweiht in die Abläufe. Sie bekamen zudem von Schlegelberger, also von dem geschäftsführenden Justizminister, eine Rundverfügung an die Hand. Sie ging dann auch den übrigen hochrangigen Vertretern zu. Und dieser Satz, also Sachen, in denen die Frage der Vernichtung lebensunwerten Lebens eine Bedeutung haben kann, sollen in jedem Einzelfall zur Vortragssache erklärt werden. Damit, also mit dieser Darlegung, wurde der Verstoß gegen die gesetzliche Ermittlungsfrist angeordnet. Das heißt also, Anzeigen, Hinweise etc. wurden nun, wie die Justiz oder wie die Juristen sagen, am Geschäftsgang vorbei an die Behördenleiter gegeben, und von den Behördenleitern sollte das dann unbearbeitet ans Ministerium weitergeleitet werden. Die laufende Tötungspraxis war oder wurde so natürlich nicht legalisiert. Die versammelten Juristen erhielten jedoch die Gewähr, dass die Angelegenheit von oben abgesegnet ist. Die Konferenz endete also nicht mit einem Kompromiss, sie war der Kompromiss. Anstatt einer gesetzlichen Regelung, Anerkennung der höchsten Juristen als Geheimnisträger der genozidalen Politik. Denn um eine solche handelt es sich, und geheim gehalten sollte sie auch werden. Die geheime Aktion als dem Ausweis narzisstischer Radikalität wurde ihnen offenbart. Es sprachen ja sozusagen die höchsten Verantwortlichen zu ihnen, und man fand plenar einen Umgang und legte ihn gemeinsam fest. Das ist für die Rechtssphäre ein absolut atypischer Vorgang. Von nun an, also vom Zeitpunkt dieser Konferenz an, wurde die Zentraldienststelle in der Kanzlei des Führers, verantwortlich für die Morde in den Anstalten, von Belästigungen und Nachfragen des Justizministeriums verschont. Deren Lageberichte, also es gehen regelmäßig Lageberichte an die verschiedenen, aus den verschiedenen Oberlandesgerichtsbezirken an das Ministerium, deren Lageberichte wurden verstärkt genutzt, um Schwachstellen im System der Aktion T4 aufzuspüren. Das ist in etwa der Tatbestand, wie er sich nach dem Krieg darbot, und zwar schon sehr früh. Bereits 1947 war die Konferenz aktenkundig geworden im Hadamar-Prozess. Wir machen einen Sprung ins Jahr 1960. Im Mai 1960 wurde durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ein Verfahren gegen 29 Justizjuristen des Dritten Reichs plus Schlegelberger wegen Förderung der Morde durch Stillhalten und Nichteinmischung eingeleitet. Das ist der Kopf dieses Schreibens, das geht dann noch weiter, es werden ja diese ganzen Namen aufgelistet. Oben rechts sehen Sie Eilt Seher, das hängt mit dem Datum zusammen. Am 8. Mai 1960 ist das Delikt der Totschlag verjährt, ne? 15 Jahre nach dem 8. Mai 1945. Und man war sich jetzt seitens der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt nicht sicher, was im Laufe des Verfahrens aus den Tatvorwürfen werden würde. Wenn irgendein Richter das als Totschlag qualifiziert, dann wäre es schlagartig verjährt gewesen, wenn man nicht vor dem 8. Mai dieses Verfahren noch in Gang gesetzt hätte. Deswegen also eilte es. Gemäß einer Absprache des hessischen Generalstaatsanwalts Bauer mit dem Generalbundesanwalt Güde sollte das Verfahren sogleich nach Stuttgart abgegeben werden, weil die Frankfurter Staatsanwaltschaft völlig überlastet war. Von Stuttgart aus wurden die Amtsgerichte an den Wohnorten der Angeschuldigten angeschrieben und um eine Vernehmung gebeten. Zugleich wurde das Verfahren als geheim klassifiziert. VS für Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Das ist ein äußerst unüblicher Schritt gewesen. Im August 1961, nach etwa einem Jahr, kamen die Anstrengungen in Stuttgart zum Erliegen. Man arbeitete an der Einstellungsverfügung, zögerte sie aber auf Wunsch der hessischen Behörde noch hinaus. Im Juli 1963, nach einer Besprechung zwischen Bauer, dem Stuttgarter Generalstaatsanwalt Nellmann und Generalbundesanwalt Güde, wurde das Verfahren rückübernommen.
was Bauer aber nicht offiziell machte, auch nicht gegenüber seinem, dem hessischen Justizministerium. Vermutlich hatte seine Behörde zu diesem Zeitpunkt nicht die personellen Ressourcen, das Verfahren zu betreiben, und möglicherweise hatte Bauer Sorge, dass ihm nahegelegt werden könnte, es dann eben doch auch einzustellen. Die offizielle Rückübernahme erfolgte erst bei einer Besprechung beim Abteilungsleiter im hessischen Justizministerium am 5. Februar 1965. Nun hieß es, die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt solle das Verfahren beschleunigt zum Abschluss bringen, insbesondere den Antrag auf Eröffnung der Voruntersuchung stellen. Die Voruntersuchung, das war ein Verfahrensschritt, der damals noch obligatorisch war. Nach der Novellierung der Strafprozessordnung ist das ersatzlos gestrichen worden. Damals also kein besonderer Schritt, sondern ein notwendiger Schritt. Heute gibt es das nicht mehr. Ich habe Ihnen, da das ja viele Jahreszahlen sind, die ersten 5 Jahre des Schlegelberger-Verfahrens hier mal zusammengefasst. Wurde das Schlegelberger-Verfahren bis hierhin, also bis zur Halbzeit kann man sagen, weitgehend nicht bearbeitet, so wird es nun von der Justiz zermahlen. Am 22. April 1965 wird der Antrag auf Eröffnung der Voruntersuchung gegen den ehemaligen Staatssekretär im Justizministerium Franz Schlegelberger und 15 weitere ehemalige Spitzenjuristen gestellt. Dieser Antrag ist übrigens abgedruckt in einer Publikation von 1996, dem Buch von Löwy Winter, NS-Euthanasie vor Gericht. In der sogenannten Anschuldigungsschrift, also das ist dieser Antrag auf Eröffnung der Voruntersuchung, nicht zu verwechseln mit einer Anklageschrift, also dieses Verfahren hat es nie bis zur Anklage geschafft. In der sogenannten Anschuldigungsschrift werden die Juristen beschuldigt, ich zitiere, der heimtückischen Tötung von Menschen aus niedrigen Beweggründen durch Rat und Tat wissentlich Hilfe geleistet zu haben. Warum das so formuliert ist, liegt auf der Hand. Es folgen 1 Jahr und 9 Monate Verschleppung seitens des Limburger Untersuchungsrichters Hartmut Diehl, der die Voruntersuchung eröffnen musste. Erst auf Anordnung der Strafkammer des Landgerichts Limburg vom 26. Januar 1967 wird die Voruntersuchung gegen 6 Generalstaatsanwälte und 7 Oberlandesgerichtspräsidenten eröffnet. Und erst jetzt, Anfang Februar 1967, wurden die Namen der verbliebenen 13 beschuldigten Juristen in der Presse genannt. Das ist nur beispielhaft ein Ausriss aus dem Spiegel. Da unten geht es dann los, Oberlandesgerichtspräsident Bayer, Generalstaatsanwalt Hagemann, Janssen und so weiter. Die Namensnennung, ja, das gefiel Ihnen natürlich überhaupt nicht. Ebenso wenig gefiel den Angeschuldigten, dass sie Ladungen erhielten und sich zu den Vorwürfen äußern sollten. Viele waren fassungslos. Im Frühjahr und Sommer 1967 kam es zu einer Reihe von Verfahrenseinstellungen wegen Vernehmungsunfähigkeit. Es gab einige Sterbefälle, zum Teil sind es betagte Herren gewesen. Auf der anderen Seite wurde die Liste der Beschuldigten noch einmal um 3 Oberlandesgerichtspräsidenten AD aufgestockt. Die hat man dann also erst ermittelt. Es handelte sich um Gerichtsbezirke im Osten, also in Breslau, Leitmeritz und so weiter. Fritz Bauer starb in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1968. 4 Wochen später wurde in Limburg die Voruntersuchung geschlossen. Die Akten gingen zurück nach Frankfurt. Die Zahl der möglichen Angeklagten hatte sich, wie Sie alle bemerkt haben dürften, seit Beginn des Verfahrens deutlich reduziert. 4 Angeschuldigte waren verblieben, die übrigen waren entweder verstorben oder für verhandlungsunfähig erklärt worden, als die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am 31. März 1970 den Antrag auf Außerverfolgungssetzung stellte. Der entsprechende Beschluss des Landgerichts Limburgs erging im Mai 1970. Es ist ein äußerst knapp gehaltener Beschluss, dem Umfang und der Bedeutung des Verfahrens in keiner Weise angemessen. Auch hier eine kleine Zusammenfassung der zweiten 5 Jahre. Geschieht in den ersten 5 Jahren des Verfahrens sehr wenig, fast nichts, so sind die zweiten 5 Jahre von innerjuristischen Blockaden gekennzeichnet. Zusammengefasst kann man sagen, das Schlegelberger Verfahren wird 3 Jahre in Stuttgart geparkt, dann nach Frankfurt zurückgeholt, bleibt aber auch dort zunächst liegen. Entschuldigung.
bleibt dort zunächst liegen, bis schließlich der Antrag auf Voruntersuchung gestellt wird. Die Eröffnung der Voruntersuchung muss per Gerichtsbeschluss erzwungen werden. Die Zahl der Angeschuldigten verminderte sich im Laufe des Jahrzehnts. Schließlich stellte die Behörde, die das Verfahren 1960 eingeleitet hatte, 1970 den Antrag, die verbliebenen Beschuldigten außer Vollzug zu setzen. Als Fazit kann man vielleicht sagen, die hohen Juristen und Konferenzteilnehmer wurden in die biologische Amnestie entlassen. Bevor ich Ihnen darstelle, wie es nach dem Verfahrensende 1970 weiterging, möchte ich erörtern, warum dieses Verfahren scheiterte. Fritz Bauer war kein Fantast, er war kein Hasardeur und er war nicht naiv. Warum also kam er 1960 auf die absurd anmutende Idee, dass der Justizapparat gegen eine Vielzahl hoher und höchster Juristen einen Prozess führen könnte? Warum dachte er, dass die deutsche Justiz ein Verfahren gegen altgediente Generalstaatsanwälte und Oberlandesgerichtspräsidenten durchsetzen würde? Meine These ist, dass er 1959-60 auf zwei Dynamiken setzte: eine gesellschaftsweite, erinnerungspolitische und eine prozessuale. Führen wir uns zunächst vor Augen, zu welchem historischen Zeitpunkt Bauer das Verfahren eingeleitet hat. Mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess wurden 1958 erstmals in der Bundesrepublik Stimmen laut, die die Auseinandersetzung mit dem NS als ungenügend erachteten und die Straflosigkeit vieler Tatbeteiligten anprangerten. Die zentrale Stelle in Ludwigsburg wurde eingerichtet als Stelle, die vorermitteln, jedoch keine Anklagen erheben darf. Eine kleine studentische Initiative war im Begriff, unter dem Titel Ungesühnte Nazi-Justiz Dokumente auszustellen, die Beteiligung der Justiz an NS-Verbrechen zum Gegenstand hatte. Hatte sie insbesondere die Sondergerichte im Blick und den Volksgerichtshof und so weiter. Das ist die eine Seite, gleichsam die atmosphärische. Hinzu kam, dass das eben schon erwähnte Verfahren gegen Werner Heide, den medizinischen Leiter der Aktion T4 in Frankfurt, geführt wurde. Heide hatte nach seiner Flucht 1947 10 Jahre unter Pseudonym in Flensburg leben und arbeiten können. Für das Verfahren gegen Heide und andere wurden in Frankfurt über 2,5 Jahre die Euthanasiemorde ausermittelt. Die Anklageschrift vom 22. Mai 1962 umfasste 883 Seiten und sie ist so substanziell oder so gesättigt, dass sie 43 Jahre später, nämlich 2005, als wissenschaftlicher Band herausgebracht wurde. Und der Heide und andere, unter den und anderen, die habe ich jetzt hier mal aufgeführt, nur damit Sie verstehen, dass das insgesamt ein extrem anspruchsvolles Programm war. Diese drei Herren sind sehr weit oben in der Hierarchie der Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße 4. Hans Hefelmann etwa zeichnet verantwortlich für den Tatkomplex der Kindereuthanasie. Also wie bereits von Tobias Freimüller dargelegt, dieser Prozess war als sehr großer Prozess angelegt. Zur Hauptverhandlung, die nach einigen Verzögerungen Anfang 1964 beginnen sollten, hatten sich Reporter der internationalen Presse sowie der Nachrichtenagenturen angekündigt. Es gab eine ausführliche Vorberichterstattung. In diesem Prozess sollten nicht nur hochrangige Angeklagte abgeurteilt werden, es sollten auch die NS-Euthanasie umfassend delegitimiert werden, was bis zum damaligen Zeitpunkt nicht geschehen war. Der Prozess, es wurde eben schon angedeutet, endete in einem Fiasko. Heide, der Ende August 1963 versucht hatte, aus dem Gerichtsgefängnis in Limburg zu fliehen, suizidierte sich 5 Tage vor Beginn der Hauptverhandlung. Am Tag zuvor hatte sich bereits der Angeklagte Friedrich Tillmann, in Freiheit befindlich, suizidiert. Gerhard Bohne hatte sich ebenfalls haftverschont bereits nach Argentinien abgesetzt. Einzig gegen Hans Hefelmann konnte die Hauptverhandlung eröffnet werden. Nach wenigen Wochen erzog er sich ihr mit Hilfe ärztlicher Gutachten, er sei also absolut nicht mehr verhandlungsfähig. Im Jahre 1964, man ist ja da, sollte da ein bisschen vorsichtig sein, aber insgesamt wirkt das wenig glaubwürdig, wenn man sieht, dass er dann noch 22 Jahre am Leben blieb. Mit dem Heide-Verfahren war auch das Schlegelberger-Verfahren verloren. Warum?
Die Ermittlungen gegen die noch lebenden Generalstaatsanwälte und Oberlandesgerichtspräsidenten waren von Anfang an mit dem Fall Heide verknüpft. In einer Sitzung des Rechtsausschusses im Juni 1960 hatte Bauer angeregt, den Fall Heide zu benutzen, um die hohen Juristen des NS-Staates vor Gericht zu stellen. Heide und Hefelmann wiederum beriefen sich in ihren Aussagen auf das Schweigen der Justiz und die Konferenz vom April 1941. Sie argumentierten also, naja, die Juristen haben das alles hingenommen, woher sollten wir wissen, dass wir etwas taten, was nicht rechtens war. Der Frankfurter Staatsanwalt Karl-Heinz Zinnall, einer der ermittelnden Staatsanwälte, betonte, ein großer Teil der Juristen werde im Heide-Verfahren als Zeuge geladen werden und er ging davon aus, dass in der Hauptverhandlung neues Beweismaterial gegen sie gewonnen werden würde. Dies sollte die breite Öffentlichkeit also nicht nur über die Euthanasieverbrechen in Kenntnis setzen, also die Hauptverhandlung im Heide-Prozess, sondern auch über die Unterstützung durch die höchsten Juristen. In dem Moment, als das Heide-Verfahren kollabierte, brach die erhoffte Dynamik zwischen dem Heide- und dem Stegelberger Verfahren zusammen und auch letzteres war verloren. Keine Aussagedynamik, keine öffentliche wechselseitige Beschuldigung von Juristen und Medizinern und damit kein Druck auf die Kräfte im Justizbetrieb, die das Verfahren sabotierten. Diesen Kräften war Bauer, davon gehe ich aus, gewahr. Damit musste er rechnen. Dass er ihnen allein nicht Herr werden würde, war ihm sicherlich klar. Ohne justizexternen Druck konnte das Schlegelberger Verfahren nicht durchgesetzt werden. Daher erscheint es mir auch müßig, darüber zu sinnen, ob Bauer, hätte er die bereits bewilligte Dienstzeitverlängerung noch erleben dürfen, er starb ja wenige Tage vor seinem 65. Geburtstag, wäre aber nicht in diesem gleichen Jahr in den Ruhestand gegangen, ob es also unter einem Generalstaatsanwalt Bauer, ob das Stegelberger Verfahren zur Anklage gebracht worden wäre, ich glaube das nicht. Nicht nur, weil auch ihm die Beschuldigten ausgegangen wären, sondern vor allem, weil er 1968 für seine Agenda, für seine vergangenheitspolitischen Anliegen keinen Rückenwind mehr hatte, den er noch 1959-60 zu spüren glaubte. Allerdings, und damit komme ich zurück zur Geschichte des Schlegelberger Verfahrens, bin ich der Auffassung, dass mit Bauer das Ende des Verfahrens auf andere Weise kommuniziert worden und damit die Nachgeschichte anders verlaufen wäre. Was geschah, als das Verfahren mit der Außerverfolgungssetzung im Mai 1970 endete? Allem Anschein nach erschien in nicht einer Zeitung, nicht einer Publikation auch nur eine Zeile, die den Sachverhalt thematisierte. Das Ende des so sonderbaren wie bedeutsamen Verfahrens, sowohl was die Angeschuldigten wie auch was die Tatvorwürfe anging, das sich über 10 Jahre hingezogen hatte, wurde nirgends erörtert. Jedenfalls wurde bis heute keine Pressenotiz gefunden. Wenn sie Ihnen unterkommt, bitte schicken Sie mir eine Mail. Das Vergessen kam über diesen Fall wie die Dämmerung am Äquator, gleichsam innerhalb von Minuten. 8 Jahre später, 1978, trat mit Helmut Kramer, damals Richter am Oberlandesgericht in Braunschweig, ein weiterer Akteur dieser Geschichte auf. Er fragte bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt nach der, ich zitiere, eventuellen Existenz eines solchen Verfahrens. Seine Bemühungen, Akteneinsicht zu erlangen, wurden zunächst abgeschmettert. Er stellte Dienstaufsichtsbeschwerde. Schließlich erhielt er nach einem halben Jahr hin und her 94 Blattakten in Kopie. Die Hauptakten dieses Verfahrens umfassen 14 Bände und mit allen Neben- und Handakten sind es 45 Bände. Also er erhielt 94 Blatt. 1984 erschien Helmut Kramers Text über die Konferenz und das Verfahren in der Zeitschrift Kritische Justiz unter dem Titel Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte als Gehilfen der NS-Euthanasie. Es folgte ein Vortrag im Frankfurter Kolpinghaus, großes Medienecho. Bauers Nachfolger, der dann amtierende Generalstaatsanwalt Horst Gauff, wurde angegangen, warum das alles so gelaufen sei. Er musste sich rechtfertigen. Das ist nur einer der relativ zahlreichen Artikel, die damals in der Frankfurter Rundschau erschienen. Die Geschichte der Konferenz und des Verfahrens war für die Nachwelt gerettet. Allerdings, als ich mich 2013 an die Arbeit machte, gab es neben dem Artikel in der Kritischen Justiz von Helmut Kramer und den Beiträgen im erwähnten Band von 1996
keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Materie, was ein wenig verwundert. Hier, 1984, könnte die Geschichte zu Ende sein. Es gibt jedoch eine Coda. Als Coda wird in der Sonatensatzform der Schlussteil bezeichnet, in dem meist mit thematischem Material aus dem Hauptthema der Satz gesteigert und zu Ende gebracht wird. So auch hier. Die in der Sache enthaltenen Energien treten noch einmal zutage im sogenannten Botschafterverfahren. Ernst Friedrich Franz Jung, Sohn eines der Angeschuldigten, nämlich von Friedrich Walter Jung, ehemals Oberlandesgerichtspräsident in Breslau, er wurde 1967 ins Verfahren einbezogen. Dem Sohn also gefiel nicht, was Kramer 1984 geschrieben hatte. Er warf ihm öffentlich Falschbehauptungen und Tatsachenunterdrückung vor und beantragte bei Kramers Dienstherrn in Braunschweig ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Darüber hinaus kündigte er an, Kramer auch gegenüber Archiven und dem Institut für Zeitgeschichte in München, der, ich zitiere, wissentlichen Verfälschung der Wahrheit zu beschuldigen. Kramer ließ sich das nicht bieten und erstattete im Dezember 1984 Strafanzeige gegen Ernst Jung wegen Beleidigung, übler Nachrede und falscher Anschuldigung. Knapp 2 Jahre später, im Oktober 1986, erhielt er die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bonn. Wenige Tage vor dem Termin im November 1987 wurde die Verhandlung verschoben. Der Grund? Die Akten des Schlegelberger Verfahrens waren auf dem Weg vom Amtsgericht verloren gegangen. Es dreht sich bei diesem Weg um etwa 150 Meter und um den Umfang der Akten, die da verloren gehen mussten, habe ich ja schon erwähnt. Die Akten, sie tauchten erst 2 Jahre später wieder auf, Anfang 89 unter ungeklärten Umständen und ohne Absender und Begleitschreiben, aber nicht in Bonn, sondern in Frankfurt. Ernst Jung war zum Zeitpunkt des Verschwindens der Akten Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Budapest. Kramer mutmaßt, dass die Hauptverhandlung bis zur Pensionierung Ernst Jungs aufgeschoben werden sollte, um außenpolitische Kalamitäten sozusagen zu vermeiden. Diese Pensionierung erfolgte auch 1987. Als dann also die Akten wieder da waren, konnte dieses Verfahren weitergeführt werden. Nach einem ersten Freispruch Jungs Anfang 88 legte Kramer Berufung ein. Gegen den vorsitzenden Richter der nun zuständigen zweiten Strafkammer stellte er ein Ablehnungsgesuch wegen Befangenheit, denn bei Durchsicht der Akten hatte sich herausgestellt, so Kramer, dass der Richter schon seit Monaten heimlich mit Ernst Jung verhandelt hatte. Überraschend wurde dann das Verfahren im November 89 eingestellt. Allerdings fehlte dem Einstellungsbescheid die notwendige Zustimmung der Staatsanwaltschaft und über den Befangenheitsantrag war auch nicht entschieden worden. Beschwerde gegen den Einstellungsbescheid also auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und Aufhebung dieses Einstellungsbescheids durch das OLG Köln. In der neuen Hauptverhandlung am 10. September 1990 steuerte der Richter auf einen Vergleich zu, der eine Einstellung des Verfahrens ermöglichte. So geschah es. Es brauchte 6 Jahre, von 1984 bis 1990, um eine rechtlich nicht allzu komplizierte Frage, es ging um Beleidigung und falsche Anschuldigung, zu klären. Wieder kam es zu eigenartigen Verlusten, Verschleppungen und strafprozessualen Fehlleistungen. Ich bin jetzt mit Ihnen quer durch die Jahrzehnte der Nachkriegsgeschichte galoppiert und habe hier nochmal versucht, das gerafft zusammenzuführen, damit Sie nicht den Überblick verlieren. Ich komme zum Schluss. Jedes gelöste Problem erzeugt ein neues Problem. Wie sehen die aus, die uns hinterlassen wurden? Erstens, die Pflicht zur Strafverfolgung bestand bereits 13 Jahre, als der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im Mai 1960 das Verfahren gegen 30 noch lebende Teilnehmer der Konferenz einleitete. Eilt sehr. Manchmal glaube ich, wir haben noch immer nicht begriffen, in wie umfassender Weise er, Bauer, dem Begriff der Gleichheit folgte. Bauers Anerkennung der Opfer als Gleiche sowie der Forderung der Gleichheit aller vor dem Gesetz ließ ihn den Gedanken fassen und das Vorhaben angehen, mit dem verfassten Recht gegen die höchsten Juristen vorzugehen. Diese Geschichte ist im Scheitern geborgen. Wie wir mit diesem Scheitern umgehen? Eine Frage.
Zweitens, das 1940 unerhörte Faktum, dass Menschen systematisch in Gaskammern ermordet und zugleich verbrannt werden, wurde von der Justiz normalisiert. Die Schlegelbergische Rundverfügung, die Konferenz, die Anweisung an die Vormundschaftsgerichte, sich nicht auf Diskussionen über die Gefahr eines Anstaltsaufenthaltes einzulassen, die Ausnahmeregelungen der Nachlassverfahren für Sterbefälle an den Standorten der Tötungsanstalten. Hier wird etwas justizförmig gemacht, um es mit Benjamin Lahusen zu sagen. Mit dieser Prozeduralisierung hat die Justiz ihren Beitrag geleistet, dass aus dem systematischen Massenmord einer Parteidienststelle, der Kanzlei des Führers, die Genozidpolitik des Staates werden konnte. Deren Fortgang nach 1941 ist uns allen bekannt. Drittens, Detlef Clausen schrieb einmal von der Erinnerungslosigkeit, die zum sozialen und kulturellen Haushalt der modernen Gesellschaft gehöre und verschiedene Varianten des Vergessens anbietet. Diese Geschichte, die ich Ihnen heute versucht habe darzulegen, ist dem Vergessen entrissen, dank benennbarer Einzelpersonen. Die Geschichtswissenschaft hat von ihr Kenntnis genommen. Für die Justiz liegt sie noch heute im erinnerungspolitischen Niemandsland. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Schneider, vielen Dank für diesen sehr konzisen Vortrag. Das muss man ja erstmal hinkriegen, so ein ganzes Buch zusammenzufassen und dann auch noch in einer derart knappen Zeit, sodass wir wirklich jetzt noch viel Zeit zur Diskussion haben. Ich wiederhole vielleicht nochmal, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen uns per Mail ihre Fragen und auch Bemerkungen schicken können und ich werde dann versuchen, das in die Diskussion mit einzubeziehen. Ja, in der Tat, das ist eine Geschichte, die einerseits eine gewisse haarsträubende Zwangsläufigkeit zu haben scheint, auf der anderen Seite ist es sozusagen eine recht komplexe Geschichte, weil sie die ganzen Zeitschichten sozusagen übereinander legt und wer das zum ersten Mal hört, ist da vielleicht sehr verwirrt. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir noch einmal kurz sozusagen einzelne Punkte herausgreifen und ein bisschen sortieren. Bevor wir zu dem eigentlichen Verfahren kommen, würde mich tatsächlich Ihre Einschätzung interessieren hinsichtlich der Reaktion dieser Juristen auf der Konferenz. Also die, Sie haben es ja gesagt, Sie schweigen, Sie nehmen das hin, was Ihnen dort präsentiert wird. Sie leisten damit in gewisser Weise Beihilfe. Da kann man natürlich fragen, warum eigentlich? Man kann natürlich dann die einfache Antwort geben, nun ja, 8 Jahre nach der Machtergreifung oder nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ist eben die deutsche Justiz umgestaltet in eine nationalsozialistische Justiz. Es sind nur noch Männer dort in leitender Funktion, die sozusagen in Einvernehmen mit dem neuen Regime handeln und gar nicht sozusagen ist gar nicht denkbar, dass da widersprochen wird. Man könnte auch überlegen, hat es möglicherweise etwas damit zu tun, dass der Unrechtscharakter dieser Krankenmorde gar nicht so klar war, wie uns das heute klar ist. Denn zwar war das nach Buchstaben des Gesetzes auch damals im NS-Staat ein Verbrechen, aber es gab ja eine lange, bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Diskussion, sich speisend aus sozusagen der Gedankenwelt von Eugenik, von Rassenhygiene, der Versuch, die Welt vermeintlich rational über Erbgesetze besser zu verstehen, der Versuch, innerhalb der Psychiatrie zu unterscheiden zwischen heilbaren, unheilbaren Diskussionen über angeblich lebensunwertes Leben. Das waren alles Diskussionen, die hat es schon lange vor 1933 gegeben. Mich würde Ihre Einschätzung dazu interessieren. Glauben Sie, dass diese langen Diskurse sozusagen das Rechtsbewusstsein in dieser ganz spezifischen Frage sozusagen so unterspült haben, dass die Beteiligten
das nicht so klar vor Augen hatten, oder würden Sie andere Gründe in den Vordergrund stellen, warum das so unproblematisch verlaufen ist auf dieser Konferenz? Also es gibt in den Akten, in den Aussagen dieser Beschuldigten einen einzigen Disput, wo man sich sozusagen sachlich nicht einig wird. Das ist die Frage, ob nach den Darlegungen von Brack und Heide über die Verfahrensweise eine Diskussion zugelassen war oder nicht. Die Frage, hat man diskutiert, wird irgendwie zu so einer Kardinalfrage. Offensichtlich ist man der Auffassung, wenn man diskutiert, dann ist man an der Sache mehr beteiligt, als wenn sie einem nur verkündet wird. Das ließ sich irgendwie nicht so ganz auflösen. Es ist nur deutlich, dass es diesen Juristen sehr wichtig war, dass sie eigentlich machtlos waren. Das ist eine der Hauptexkulpationsfiguren. Der NS-Staat war als solcher eine Hitler-Veranstaltung, SS, Gestapo, die Sache war sozusagen fertig und wir armen kleinen Juristen waren irgendwie da vorgeladen und konnten das nur entgegennehmen. Diese Selbstbeschreibung taugt nicht. Ich habe das ja versucht darzulegen, dass es in vielfacher Weise Kollisionen gab, Störungen nannte man das damals, im Zusammenspiel dieser Praxis mit den Verfahren der Justiz. Warum also haben die sich so verhalten, wie sie sich verhalten haben? Das ist in etwa die Frage, die auch Ingo Müller am 19. April drüben im Abgeordnetenhaus gestellt wurde. Und er sagte, wenn ich mich richtig erinnere, naja, die haben das eben gewollt. Das war deren eigene Einstellung. Zudem muss man ja sagen, es war nicht neu für sie. Was neu war für sie, waren die Details. Was neu war, war die Art und Weise, wie sie angesprochen wurden von Akteuren, von Geheimnisträgern, dass sie sozusagen alles wissen durften. Das war neu. Aber gerade weil es in vielfältiger Weise zu Verwerfungen gekommen war, und zu diesem Zeitpunkt war die Aktion T4 16 Monate lang gelaufen, waren diese Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte im Großen und Ganzen gut bis sehr gut informiert über das, was es dabei geht. Das heißt, sie waren natürlich überhaupt nicht überrascht. Vielleicht waren sie über Details nicht informiert, aber insgesamt waren sie gut informiert. Der Unrechtscharakter stand ihnen klar vor Augen, weil ihr Dienstherr selber gesagt hatte, das war die erste Reaktion von Gürtner im Sommer 40, beenden oder legalisieren. Gut, und dann wurde weder beendet noch legalisiert, also bleibt die Spannung bestehen und auch, also ist ja ganz offensichtlich, gegen welche Vielzahl von strafgesetzlichen Normen da verstoßen wurde. Und das ging nicht an, also das geht so nicht an. Dass die Einstellung dieses Personenkreises möglicherweise stark davon beeinflusst wurde, von dem, was Sie gerade sagten, irgendwie so einer allgemeinen Abwertung von Kranken und Behinderten, der Nichtanerkennung ihres Lebensrechts, dass die von diesen Diskussionen in den 20er Jahren tangiert waren, die Binding- und Hoche-Debatte, Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihre Maß und ihre Form, eine Schrift von 1920, das kann ich mir gut vorstellen, nur war Ihnen gleichzeitig, da Sie ja Juristen waren, völlig klar, dass angesichts der bestehenden Normen das relativ, ich sage es mal, Jacke wie Hose ist, ob man nun irgendwie dieser Ansicht ist oder nicht dieser Ansicht ist, weil man eben nicht systematisch Menschen umbringen darf, wenn es dazu keine gesetzliche Grundlage gibt. Also wenn wir diese Leute uns versuchen vorzustellen, würde ich vorschlagen, sie uns vorzustellen als Personen, die die Rechtssphäre besiedeln, in der aktiv sind, und hier sozusagen mit etwas in Berührung kommen, was sie zum Teil gar nicht angenehm finden, weil es sie in Probleme stürzt, weil sie sich als in ihren Rollen sozusagen die Rollenerwartung nicht erfüllen können. Sie müssen ihren Untergebenen irgendwas sagen. Wie gehen wir damit um, dass die Nachlasssachen, die eigentlich in Hadamar geführt werden müssten, nach Gesetz, alle zurückkommen? Die Hadamarer Amtsgericht ist nicht in der Lage, 10.000 Nachlasssachen zu führen. Die kommen alle zurück. Wie erkläre ich es meinen Untergebenen, dass die jetzt zurückkommen, dass das nicht rechtlich okay ist, aber dass es trotzdem okay ist? Also sie sind sozusagen als Behördenleiter, die Sache zu moderieren haben, gefordert, das gefällt ihnen nicht. Dieses Unbehagen würde ich ihnen zugestehen, dass sie in irgendeiner Form sozusagen Probleme damit hatten, dass Menschen systematisch getötet wurden und welche Menschen, das, da würde ich sagen, da sind sie nach 11 Jahren NS
nicht mehr dazu in der Lage, also diese Empathie zu empfinden. Ich sehe auch dergleichen nichts in Ihren Einlassungen. Ja, ich finde ja, wenn ich Ihnen zuhöre, es ist wirklich ein schlagendes Beispiel für so ein wichtiges Funktionsprinzip des Nationalsozialismus, sozusagen diese Diffusion von Verantwortung, diese Verwirrung der Zuständigkeiten, diese seltsame Mischung aus auf der einen Seite Geheimhaltung, in diesem Fall werden die Dinge ja explizit geheim gehalten oder es wird zumindest angestrebt, und auf der anderen Seite so eine Fiktion, ich will nicht sagen von Rechtsstaatlichkeit, aber doch immerhin von Rechtsförmigkeit in diesem Euthanasieverfahren selbst, indem man diese Einzelfallprüfung bis zum Schluss als eine Art Vorspiegelung von Wissenschaftlichkeit sozusagen aufrechterhält. Aber auch hier werden sozusagen, wird zum Teil sozusagen die wird versucht, sozusagen es in den Bahnen des Rechtes einzufügen. Das ist schon, finde ich, ganz frappierend, wie hier, wie das auch hier sich niederschlägt. Allerdings ist hier natürlich nochmal das Entscheidende oder das, was die Sache nochmal brisanter macht, dass hier die Justiz in dieser Weise eine Rolle spielt. Wenn jetzt nun also Bauer dieses Verfahren anstrebt oder die Beteiligten vor Gericht stellen will, dann, Sie haben das ja schon gesagt, man kann sich das ja gar nicht drastisch genug vorstellen, die Justiz ermittelt gegen Juristen. Was hätte denn sozusagen, was glauben Sie, was hätte in Bauers Sinn zu der Zeit, in der er noch Hoffnung haben konnte, dass das Verfahren zustande kommen würde, was hätte sozusagen das Resultat sein können? Was hätten die Urteilssprüche sein können? Wir wissen ja, dass die Gerichte damals sozusagen sehr am Einzeltatnachweis festhielten, sich auf diese Vorstellung, die Bauer ja früh hatte, Verbrechenskomplexe als solche sozusagen vor das Auge auch der Öffentlichkeit zu rücken, sich darauf nicht, dass das nicht funktioniert hat. Was hätte also in diesem ganz besonders schwierigen Fall idealerweise geschehen können? Was hätte dabei rauskommen können? Also da bin ich vielleicht nicht genügend Jurist dazu, um diese Frage kompetent zu beantworten. Ich habe das ja versucht deutlich zu machen, wie eng Heide-Verfahren und Schlegelberger-Verfahren verknüpft sind miteinander. Und das ist ja auch eins der Dinge, die leider sehr viel zu wenig bekannt sind, in wie hohem Maße die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt diesen Tatkomplex NS-Euthanasie ermittelt hat, wie zielstrebig sie da versucht hat, auf der höchsten Ebene der Verantwortlichen die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann, glaube ich, nur so weit gehen, zu beschreiben, was für eine Art von Szenario Bauer und mit ihm die dort arbeitenden Staatsanwälte vor Augen hatten. Nämlich das Szenario, dass Leute wie Heide oder Hevelmann versuchen würden, wie andere Tatverdächtige oder Tatbeteiligte auch, genau diese Schiene, die Sie vorhin angesprochen haben, zu argumentieren. Ja, das war eine Gnadentodaktion. Da haben wir Menschen von schwerem Leiden befreit. Und wenn uns jetzt jemand etwas will, dann kann das nicht sein. Wir unterliegen sozusagen dem Verbotsirrtum. Wie sollten wir denn wissen, dass das nicht rechtens war, wo das schon so viele Jahre diskutiert wurde? Man hat dahingestellt, dass das Mumpitz ist angesichts der Durchführungsform der Aktion T4, läuft das natürlich genau darauf zu, dass sie dann sagen, ja, und dann haben wir uns noch die Juristen eingeladen und haben ihnen die Sache erklärt und keiner von denen hat auch nur mal mit dem Kopf geschüttelt. Das wäre etwas gewesen, wo sozusagen der Druck bei den Juristen, wie sagt man heute, der Ball bei den Juristen gelegen hätte. Und diese Hoffnung ist das, was meines Erachtens im Hintergrund stand, dass sich auch medial ein Druck aufbaut und diese Leute, von denen ja damals das Verfahren lief, man sich fragt ja, wie weit ist das Verfahren denn gediehen? Ja, wann kommt es denn da mal zu einer Verhandlung? Also dass sozusagen die Nachfrage nach diesen Leuten und wie sie sich erklären, nach diesen Juristen, dass das einfach sich sozusagen, dass dem Raum gegeben wurde. Und wir wissen ja von Bauer, dass er insgesamt neben dem akribischen juristischen Arbeiten auch einen klaren Blick dafür hatte, dass NS-Aufarbeitung ein gesellschaftlicher Prozess ist. Das heißt, wenn
möglicherweise niemand verurteilt worden wäre, weil die entsprechenden Herren auch so den Weg gefunden hätten in die Verhandlungsunfähigkeit, dann hätte in Bauers Augen, glaube ich, auf jeden Fall diese ganze Geschichte Wellen geschlagen. Und wir wären heute sozusagen alle sehr gut informiert über diese Geschichte und ich müsste nicht über das Land reisen und sie erzählen. Also da ist etwas verloren gegangen, ein Wissen davon, in wie hohem Maße angesehene Bürger, das muss man ja mal sagen, das sind diese hohen Juristen, das waren ja keine Parteisoldaten, die waren ja fast alle, oder sagen wir mal 10 von 15 mindestens, waren vor 1885 geboren, die hatten eine super Ausbildung im Kaiserreich bekommen, die waren in der Demokratie in ihre Position gelangt und hatten dann eventuell noch den letzten Schritt während dem NS gemacht, oder sie waren so hoch und blieben so hoch. Diese Leute haben die Kranken und Behinderten verraten, preisgegeben. Und das stellt ein Problem dar. Das stellt ein Problem dar für unserem Bild vom Nationalsozialismus, weil wir sehen nämlich irgendwie die Jungen, die Generation des Unbedingten, 1905 geboren, die da irgendwie durchbrecht. Und dann kommen diese Herren, und das sind Herren, und die haben auch oft so eine Distanz gewahrt zu dem Gestus der Nazis, der Hardcore-Nazis, der Parteinazis, und machen das mit, decken das, covern das und lassen diese Aktion T4 weiterlaufen und sorgen noch dafür, dass ihre Lageberichte nützlich sind für die Täter. Also da wären gravierende Probleme entstanden in der Art und Weise, wie man sich den Nationalsozialismus erklärt. Also sie entstehen meines Erachtens auch heute noch, aber sie wären natürlich auch 1960, 65 oder 68 entstanden. Und ich glaube, das war das Maximum, was Bauer erhoffen durfte. Aber das ist jetzt, also gut, komme ich mit Belegen nicht, da habe ich nichts in der Hand. Ja, es fällt halt schwer, sich vorzustellen, wie das hätte gut gehen können. Aber ich teile in Ihrer Auffassung, das wäre natürlich das Optimum gewesen, dass genau dieser Mechanismus diskutiert worden wäre. In einem anderen Zusammenhang gibt es ja dieses Bauer-Zitat, Gerichtstag halten über uns selbst. Das könnte man sozusagen ja auf dieses Verfahren in besonderer Weise anwenden, mit dem Hintersinn, dass es hier um seine eigene Profession ging, um die Justiz. Glauben Sie, dass das ein für ihn, oder gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass das für ihn auch nochmal ein besonderes Anliegen war, weil hier sein eigener Berufsstand und dessen Rolle im Nationalsozialismus sozusagen zur Debatte stand? Wenn man es zu Ende denkt, genau wie Sie es gerade gesagt haben, der vermeintliche unpolitische Stand der Juristen wirkt in diesem NS-Staat auf eine ganz spezifische Weise. Das wäre ja hier sozusagen am Einzelbeispiel pars pro toto womöglich diskutiert worden. Ja, Sie fragen lauter interessante Sachen, die ich nicht wirklich gut antworten kann. Ich bin jetzt vor dieser Veranstaltung nochmal die kleinen Schriften durchgegangen, um zu gucken, ob eigentlich Bauer mal über dieses Schlegelberger Verfahren hier und da und dort im Rahmen eines Interviews oder so etwas gesagt hat. Und man findet wahnsinnig wenig. Wenn er allgemein gefragt wird nach den anstehenden Verfahren, dann spricht er irgendwie natürlich vom Heideverfahren, er spricht von Krumey-Hunsche und vom Auschwitz-Prozess oder was auch immer. Ich kann das nur schwer deuten, warum das so ist. Er hat nicht, wie bei anderen Themen, wo er selber dafür gesorgt hat, dass die Sache Publizität erlangt, indem er darüber gesprochen hat, das hat er bei diesem Verfahren nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob er dachte, ich bleibe da mal lieber in Deckung, weil meine Karten sind sehr schlecht. Also allein die Tatsache, ein Verfahren zu öffnen, um es anschließend abzugeben. Und dann kommt es zurück und dann will man es erstmal gar nicht haben, weil man keine Leute hat und dann nimmt uns 3 Jahre später und hat immer noch keine Zeit dafür. Also das ist natürlich auch nicht besonders, da hat er keine besonders gute Figur gemacht, also jetzt nicht er persönlich, sondern eher als der Amtsleiter, weil er im Grunde, also die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt war gut ausgelastet mit der Vorbereitung des Auschwitz-Prozesses, das gigantische Heideverfahren, Krumey-Hunsche, es gab noch ein Verfahren gegen Martin Bormann, glaube ich, wo man nicht wusste, ob er noch lebt oder nicht, also das wurde auch geführt, hat mir Walo erzählt. Die hatten wirklich gut zu tun und dann kommt also der liebe Herr Bauer und meint unbedingt noch, die Generalstaatsanwältin, den Oberlandesgerichtspräsidenten ermitteln zu müssen. Da hätte man natürlich mit Fug und Recht auch ein wohlwollender Dienstherr in Wiesbaden hätte sagen können, mein lieber Freund, jetzt aber mal gut. Und deswegen kann es gut sein, dass er deswegen auch nicht das an die große Glocke hängte. Nur im Nachhinein muss man sagen, dann, nachdem die Entwicklung diese war, das Heideverfahren starb und diese ganze Sache kollabierte, war es natürlich fatal, dass so wenig darüber gesprochen wurde. Weil man hätte sich ja auch vorstellen können, dass 1970, also
da gab es keine Pressemitteilung, davon gehe ich mal aus, seitens der einstellende Behörde. Aber man hätte sich ja auch einen Pressevertreter vorstellen können, der mal eine Anfrage stellt. Was ist eigentlich aus diesem Verfahren? Ich habe ja vorhin gezeigt, es gab ja Spiegelartikel hier und da und dort. Was ist eigentlich daraus geworden? Also es hätte ja auch von Seiten der Öffentlichkeit oder der Medien etwas kommen können, wo man sagt, da war noch was, irgendwas war da noch, wie ist es eigentlich ausgegangen? Das ist irgendwie ja auch nicht geschehen und das ist vielleicht auch deswegen nicht geschehen, weil Bauer keinen Wind gemacht hat um dieses Verfahren. Aber das heißt, es gab schon kontinuierliche Berichterstattung während dieser Phase? So würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen, es gab aufflammende Berichterstattung, zum Beispiel am Anfang, wie das Verfahren nach Stuttgart abgegeben wurde, hat sich dieser Stuttgarter Sachbearbeiter so geäußert, ja, wir haben da was bekommen, aber das ist irgendwie heikel, deswegen haben wir es auch als Verschlusssache deklariert, da ist irgendwie nicht viel dran. Dann gab es, ach ja genau, natürlich, als die maximale Medienaufmerksamkeit war, als Heide sich suizidierte und dieses Verfahren dann irgendwie gegen Hefelmann nur noch lief, 4 Monate lang, da war natürlich im Vorfeld auch die Rede davon. Ich habe ja Zinal zitiert, dass er sagte, naja, also da kommen ja auch die höchsten Juristen, die werden wir als Zeugen vorladen. Also da hatte man ja noch das Gefühl, also jetzt sind wir am Drücker und dann werdet ihr mal sehen, wie die Sache läuft. Da gab es natürlich auch mal eine Pressenotiz dazu. Aber es dann eigentlich erst, als die Antrag auf Voruntersuchung sozusagen als dem stattgegeben wurde, da gab es etwas mehr und da gab es ja auch die Namensnennung. Ja, das war eigentlich das stärkste Echo in der Presse. Ja, Sie haben es ja heute auch gleich zu Anfang deutlich gesagt, es ist die Geschichte eines Scheiterns. Was ich schon auch noch frappierend finde an diesem Beispiel, ist, wie schnell oder dass überhaupt nach diesem neuen Anfang der Vergangenheitsbearbeitung in den 60er Jahren das Ganze wieder sozusagen zurückgeht und verschwindet, die Aufmerksamkeit erlischt. Das sehen wir auch in anderen Beispielen, also wie das Interesse der Öffentlichkeit zurückgeht, bei NSG-Verfahren, wenn wir an den Majdanek-Prozess in den 70er Jahren denken, an andere Verfahren, die durchgeführt werden, wichtige Verfahren, die kaum noch öffentliche Aufmerksamkeit finden. Einzelne Historiker wie Ulrich Herbert haben schon davon gesprochen, dass die 70er Jahre eine Art Phase des zweiten Verdrängens seien, analog zu den 50er Jahren. Ich verstehe Ihr Buch auch so, dass Sie nochmal einen Akzent drauflegen, zu sagen, es wäre ein Missverständnis zu glauben, dass mit Fritz Bauer und mit den anderen Ereignissen der frühen 60er Jahre, also Eichmann-Prozess, Verjährungsdebatte im Bundestag, DDR-Propaganda im Westen, antisemitische Schmierwelle etc. etc., dass damit sozusagen das Schweigen über den Nationalsozialismus in Westdeutschland gebrochen wäre und von dort an haben wir eine Art Erfolgsgeschichte vom Dunkel ins Licht, an der Bauer einen ganz wesentlichen Anteil hat. Sie erzählen es anders, Sie sagen, wenn ich Sie recht verstehe, kann es sich eigentlich eher wie ein Aufflackern vorstellen, was Bauer zustande bringt und danach bricht es diese Anstrengung der gesellschaftlichen Konfrontation mit dem Thema wieder ab, bricht sozusagen in sich zusammen. Verstehe ich Sie richtig? Ja, Sie verstehen mich sehr richtig. Das haben Sie auch in einer Art und Weise dargestellt, wie ich es, glaube ich, unterschreiben würde. Das war eines der Dinge, über die ich ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt war. Also man muss ja ein bisschen aufpassen mit irgendwie so Verschwörungstheorien, gerade in dieser Zeit. Nachdem Bauer gestorben war, gab es einen Nachfolger, der Mann war auch ein SPD-Mann, weil das Ministerium SPD geführt war, Horst Gauff. Das heißt, es sei ja nicht irgendwie ein Alt-Nazi, der dann da die Geschäfte übernahm und Bauer oder Bauers Wirken torpedieren wollte. Ganz im Gegenteil, da war irgendwie seriös der Mann. Ich habe dann mal Johannes Warloh, also so einer der Staatsanwälte, die unter Bauer gearbeitet haben, der noch lebt und außerordentlich auskunftsfreudig ist und auch sehr, sehr klug und ein sehr gutes Gedächtnis hat. Ich habe ihn gefragt, was war denn der Neue für einen Mann? Und er sagte, naja, der war schon in Ordnung. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat alle Verfahren, die Bauer an sich gezogen hätte, also man muss als Generalstaatsanwalt die Verfahren von den landesgerichtlichen Staatsanwaltschaften an sich ziehen und sagen, das wird bei mir am Haus geführt, die hat er abgegeben. Er hat gesagt, nee, macht ihr mal. So, und das ist sozusagen von außen überhaupt nicht zu erkennen. Das ist ein formaler, eine Haltung, beide ist rechtskonform, man muss nicht ein Verfahren an sich ziehen, das ist seine Entscheidung, ob er das macht.
Und er hat sie halt abgegeben und hat die Staatsanwaltschaft machen lassen und die haben halt irgendwie keinen großen Ermittlungseifer an den Tag gelegt, dann war es das halt. Und ich glaube, es sind manchmal solche Nuancen, die das umsetzen, was Sie jetzt eben gerade geschildert haben. Weil ich eben sagte, ich war erstaunt oder auch so ein bisschen angefasst. Es war diese kleine Stelle, es gibt in den Akten eine seltsame Stelle, wo derjenige, der die Akten führt, also die Schlegelberger Akten, die sind ja dann erstmal da, das ist 1970 der letzte Eintrag und dann kommt 1978 Helmut Kramer aus Wolfenbüttel, will irgendwas wissen. Und dann steht dann da irgendwie der Satz, damals wurden die örtlichen Presseorgane informiert. Und das steht eben nicht 1970, sondern 1978. Das heißt, da gibt es irgendwie den Wunsch, die Geschichte, die man damals abgebrochen hat, wissentlich abgebrochen hat, weil man nicht erklären wollte, warum dieses Verfahren so endete, in einer juristisch unschönen und nicht korrekten Weise. Diesen Sachverhalt, an den wollte man nicht thematisiert wissen. Und Ausweis dieses Sachverhalts war eben, dass man keine Öffentlichkeit herstellte, dass man nicht gesagt hat, es gab ein sensationelles Verfahren in der Bundesrepublik. Tatsächlich wurde gegen Generalstaatsanwälte und Oberlandesgerichtspräsidenten en bloc ermittelt und es ist nichts geworden, weil, und dann hat man ein paar gute rechtliche Gründe und das ist jetzt zu Ende. Das alles hat man nicht gemacht. Man hat das Ende des Verfahrens nicht zum Gegenstand eines Gesprächs, einer Pressemitteilung oder irgendwas gemacht. Und dass man das 1978, aber ich sag's mal unter uns, verlogen hat, weil ich glaube nicht, dass es irgendeine Pressemitteilung gegeben hat, die von allen Presseorganen ignoriert wurde. Dass man darüber gelogen hat, das ist, glaube ich, genau das, was Sie eben gerade schildern. Das ist ein aktiver Schritt. Dort sagt man sich 1978, da kommt jemand und will was wissen, oh, wir stehen aber dumm da, wir stehen aber blöd da, jetzt tue ich mal so, als hätten wir das damals korrekt gemacht. Und das sind diese Kleinigkeiten, da geht es nicht irgendwie um Leute, die Affinität zum Nationalsozialismus haben. Da möchte man, dass die Geschichte irgendwie ruht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Gestus oder die Haltung dieser Jahre. Ja, und dann braucht es die 80er Jahre, auch das kann man ja hier schön sehen an diesem Beispiel, dass dann wieder eine Art breiteres Interesse dem Thema entgegengebracht wird. Ich sehe, ich muss mal gerade mit einem Auge hier auch immer auf den Bildschirm schauen. Ich sage mal noch einen Satz zu diesem letzten Satz von Ihnen, weil das ist natürlich was, was eigentlich ein Problem darstellt für uns alle, dass es jemand braucht wie Helmut Kramer, dass Sie eine einzelne Person haben, namentlich, die sozusagen die Aufgaben der Zivilgesellschaft erledigt. Man hätte ja denken können, in Hessen, im Dunstkreis der Behörde, im Dunstkreis von irgendwelchen zivilgesellschaftlich aktiven Menschen, der Studentenbewegung oder von wem auch immer, gibt es einfach eine Erinnerung dran, 8 Jahre, 10 Jahre danach, da war was. Aber da hat sich niemand gerührt. Der Mann kommt aus Wolfenbüttel, hat da irgendeine Geschichte, weswegen er sich an diese Geschichte erinnert und fängt an, das aufzubrechen und aufzubohren und schreibt seinen Artikel 84. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass wir von Einzelpersonen abhängen, was die Aufklärung solcher Sachen angeht. Also das ist ein echtes Problem, würde ich mal sagen. Ja, Entschuldigung. Das ist ein wichtiger Punkt. Kann das Gleiche ja übrigens auch über die Erforschung der Euthanasie als historisches Phänomen selbst sagen. Ja, also es braucht auch erst Ernst Klee, Götz Ali und andere, die als Außenseiter der geschichtswissenschaftlichen Zunft, wenn überhaupt, sozusagen sich des Themas annehmen und in den 80er Jahren das sozusagen überhaupt empirisch erforschen, bevor dann irgendwann die akademische Geschichtswissenschaft mit einiger Verspätung sich des Themas annimmt. Auch hier fragt man sich, was wäre denn geschehen, wenn nicht Ernst Klee seine wichtigen Bücher geschrieben hätte. Es ist genau dieselbe Geschichte. Und übrigens, das bringt mich nochmal auf den Punkt, Sie haben es ja betont, diese ungeheure Leistung dieser Behördebauers, das alles zu erforschen, ich will es nur noch mal unterstreichen, auf der Basis eines nicht existenten Forschungsstandes. Ja, die haben sozusagen, mussten die Dinge tatsächlich wie Historiker überhaupt erstmal erforschen, um überhaupt sozusagen Boden unter die Füße zu bekommen, weil es gab buchstäblich nichts Substanzielles zumindest, worauf man sich hätte von Seiten der Geschichtswissenschaft stützen können, und das Institut für Zeitgeschichte gab es ja nun schon einige Jahre zu dem Zeitpunkt, und das hatte sich in den 70er Jahren immer noch nicht wesentlich geändert. Also das ist schon einigermaßen bizarr, wenn man das aus der heutigen Sicht so in die Jahrzehnte einsortiert.